die falsche Schule nicht geheißen, Kelle Träume. Oh. Oh, das ist weh. Ich hab ein Haar, den ich mal Spiel mit mir. Hallöchen! Hallo! Und herzlich willkommen am ersten Schultag. Ja. Endlich! Es ist Zeit! Endlich werden wir eingeschult! Endlich dürfen wir was lernen! Wähle nicht die falsche Schultüte, heißt die Challenge heute. Oh. Wir haben hier drei richtig coole Schultüten. Ja, selbst gebastelt von mir. Kathi hat die selbst gebastelt. Ich finde, es ist hier sehr gut gelungen. Schöne Schultüten geworden, Kathi. Zeig sie bitte nicht von der anderen Seite, aber die sind ganz gut geworden. Nee, die sind cool. Und ja, wir dürfen uns heute immer eine Schultüte aussuchen und entweder ist was Cooles drin oder vielleicht auch was nicht so Cooles. Okay, also ich bin sehr gespannt, wie wir das behalten, was da drin ist. In die erste. Wir beginnen die erste, oder? Wir werden eingeschult. Ja. Ja. Wird für dich auch Zeit, glaube ich. Ja, wird für mich Zeit. Ja. Pass auf, gleich hebt er ab. Aber ich habe eine Frage, was denn jetzt hier drin ist? Ja, hast du dich schon für die entschieden? Ach so. Wir müssen gleich erst uns für einen entscheiden. Achso, ich dachte, ich darf sie schon nehmen, okay. Okay. Genau, wenn du möchtest, weil du schon so eifrig bist, such dir eine aus. Welche möchtest du? Ich glaube, die blaue passt gut zu meiner. Ja. Obwohl ich was. Ja, das nehme ich. Dann nehmen wir die blaue. Du sie komplett bunt. Ich glaube, die blaue passt. Ja, glaub, die blaue passt. Gut, dann darfst du dir eine aussuchen. Ich will die pinke. Nimm die pink. Und dann nehme ich die orange, ne? Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, wir dürfen reingucken. Oh, guck mal, wie schön das gebastelt ist. Guck mal, das ist richtig schön. Das passt cool. Ja, auch einfach. Och, nö. Oi, also ich glaube, ich habe was Cooles hier drin. Guck mal, ich habe so einen Farbkasten. Oh! Cool! Oh, da ist Tee! Und Tee! Ein Tee! Ey, das ist mein Tee. Den hab ich. Das ist mein. Ich wurde beklaut. Der Kameramann. So, man kann ihn auch kaufen. Der Kameramann hat doch. Nein, der gehört mir. Ist euch noch mal nicht mal aufgefallen, was ich Blödes drin hatte? Hä? Das ist doch mega cool! Das ist doch nicht mega cool. Ich möchte doch nicht diese Tiny Heads in der Schultüte haben. Also ich finde hier, der ist benutzt, aber ist nicht schlimm. Also ich muss sagen, ich glaube, eigentlich haben wir doch alle was Cooles da drin gehabt. Also ich glaube, du hast richtig Glück gehabt. Ja. Okay, komm, einen kriegst du. Nee, den will ich nicht. Ich hätte gerne einen. Ich hätte gerne, nee, den will ich auch nicht. Ich hätte gerne den da. Dankeschön. Aber bis später, für eure Schultüte. Ein Erdbeer-Lolli. Cool. Dankeschön, dass du teilst, Claudio. Vielleicht male ich dir ein schönes Bild mit dem Wasser. Skinny Lolli, wie schmeckt der denn? Aber cool. Wir kriegen heute nicht nur eine Schultüte, sondern nächste Runde. Wir kriegen noch eine Schultüte. Wir haben gerade eben schon vor dem Video kurz darüber gesprochen, aber ich frage euch mal, wie sah denn eure Schultüte damals aus? Meine war in Ordnung. In Ordnung? Wie sah die denn aus? Welche Farbe? Was ist das denn für eine Aussage? In Ordnung. Boah, ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Könnt ihr das nur? Ja. Ich habe Bilder. Es war was ganz Besonderes. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich habe Bilder davon, ja, aber wie sie aussah, weiß ich nicht. Was hatte die denn für eine Farbe? Keine Ahnung. Hä? Also wirklich nicht, weiß es nicht. Also Kathi, mach du mal weiter, das gibt's ja nicht. Also soweit ich mich erinnere, in meiner Vorstellung war die dunkelblau mit Bärchen drauf. Wir dürfen gucken. Dürfen wir? Ja. Okay, okay. Ich erzähle in der nächsten Pause was. Okay. Jetzt eben hast du dich entschieden, jetzt darfst du dich zuerst entscheiden. Jetzt soll ich mich zuerst entscheiden. Ich gehe heute mit der hier. Ich nehme dann die pinke und du kannst die blaue gehen. Ich habe bei mir schon ein bisschen reingelunscht. Ja, ist gut. Schau mal rein. 3, 2, 1, wir gucken rein. Ach, das ist cool, ey. Ich habe was richtig Cooles. Ich habe Glitzer. Das ist vom Lasten, du. Was ist das bei Danja? Ich habe ein HDMI-Kabel. Das brauchst du in der ersten Klasse. Also, in der ersten Klasse braucht man vielleicht nicht unbedingt ein HDMI-Kabel. Ich brauche immer HDMI-Kabel, deshalb freut mich darüber. Aber was macht das denn in der Schultüte? Oh mein Gott, guck mal, ich habe Pokémon-Uhu-Kleber. Voll cool. Nice, also das ist richtig. Ich wäre das coolste Kind in der Schule. Ja, also ich glaube, in dieser Runde habe ich gewonnen. Habt ihr schon mal gesehen, so viel Glitzer? Aber ich muss sagen, Claudius finde ich auch ziemlich cool. Ja, das stimmt. Also diese Pokémon. Ja, ja. Reimstifte. Schon nice. Ja, dann ja. HDMI-Kabel, erste Klasse. Ja, kann ich gebrauchen. Ja. Ja, du hast wohl die falsche Schultüte gewählt, aber die liegt dir einfach rüber. Von euch auch irgendjemand ein HDMI-Kabel in seiner Schultüte? Dann sagt das doch mal. Oh, das war so okay, cool. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Runde und dann vergessen wir das hier. Also, wie sieht eigentlich aus? Ich habe nicht mal im Spiegel angeguckt. Also ich hatte eine dunkelblaue Schultüte, die war aus so einer Krepppappe und das war halt so eine Meeresschultüte und meine Mama hat da wirklich... Waren da auch Meerjungfrauen oder nur so oder Fische oder? Ja, da waren, also meine Mama hat da so ganz viele, sie hat so Meerestiere gekauft, auch so
also so Spielzeug quasi für die Badewanne, was man da auch nehmen kann, und hat das so oben rausgucken lassen. Das sah so aus, als würden die da quasi rausspringen. Und dann so ganz viele echte Muscheln auch da drauf geklebt. Und das klingt richtig cool. Also meine Schultüte war ein Kunst. Und jetzt stell dir mal vor, Claudio erinnert sich nicht mehr an seine Schultüte. Ja, wirklich. Deshalb war ich so geschockt, weil wenn ich jetzt so die Augen zu habe, ich sehe meine Schultüte halt direkt vor mir. Ich weiß genau noch, wie die aussah. Deshalb war ich so geschockt, dass du das nicht mehr weißt. Ja, cool. Ja, Claudio ist einfach schon ein bisschen älter, das ist schon so viele Jahre her. Ja, Claudio ist bei uns älter. Ist das ja noch nicht so lange her, ne, Danja? Ja, wir dürfen. Okay, wir dürfen. Sehr gut. Ich glaube, jetzt darf ich mich entscheiden, ja. Ne? Ja, du bist dran. Ich nehme blau. Okay, dann nehme ich wieder orange. Ist das wieder genauso wie vorher? Ich glaube, eben hatte ich pink. Hm. Also bei mir ist es wieder sehr, 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 sehr leicht. Bei mir ist es schwer. Kathi guckt einfach schon. Ja. Ich habe gar nicht frei zwei. Oh mein Gott. Ich habe so Haftnotizen und noch solche kleinen Post-its. Ich habe gerade kurz Schock bekommen und dachte, wow, was hier los? Oh. Das ist natürlich kein echter 500 Euro. Ich kann davon die Null wieder. Yep. Ey, guck. Hä? Ich wollte immer so stabile Stifte haben. Ich habe nie welche bekommen. Ja, ich auch nicht. Ich hatte nie solche Stifte. Also so ein 10er-Pack und so hatte ich manchmal, aber nicht so viele. Oh, also das ist ja wirklich ein guter Schuh. Und ich glaube, Claudia hat sich für die richtige Schultüte entschieden. Das glaube ich auch. Zeig mal. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Also ich kann nicht immer gut gebrauchen, so Notizzettel und auch diese kleinen Post-its. Ich zeig's auf Entfernung. Mein Traum ist nicht! Gib meine Stifte zurück! Gib mir meine Stifte zurück oder gib mir ein HDMI-Kabel! Du kannst meine Tiny Hands haben! Guckt euch die mal an! Habt ihr diese Stifte? Ich finde, wenn man die so cool, ausgerollt hat, ich fand das immer so. So ich habe das immer aus der Entfernung beobachtet, wie so diese super kreativen Kinder, die hatten diese Stifte und dann haben die so ausgerollt im Unterricht und es war so. Welche Farbe brauchst du? Das meine ich. Und ich war immer so, wow! Nee, ich war tatsächlich in Kunst nie gut. Nicht? Nee, ich kann gar nicht malen. Das stimmt doch nicht. Das kannst du wirklich nicht. Nee. Kathi kann das. Und ich kann gut Sachen markieren. Claudio ist markiert. Ich bin markiert. Ich bin auch markiert. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sind beide auf der gleichen. Du hast eine Doppelmarkierung. Ja. Oh. Ich habe nur eine Einfachmarkierung. Warum bist du nicht markiert? Wir sind das gleiche. Wir sind alle das gleiche Thema. Wir sind alle grün. Okay, jetzt sind wir alle markiert und ich glaube, wir können jetzt in die nächste Runde starten. Nächste Runde! Wie sah denn euer Schulranzen aus, euer erster? Gelb, ich kann es genau sagen. Gelber Schulranzen mit Tarzan drauf. Oh, das passt irgendwie. Cool, oder? Ja. Das war bei dir, Kathi? Mit Schmetterlingen. Mit Schmetterlingen. Oh. Und hattet ihr so passende Etuis dafür? Nee, mein Etui sah anders aus. Ja, mein schon. Also ich hatte einen pinkfarbenen Ranzen mit Rosen drauf. Und passendes. Hattest du auch einen passenden Turnbeutel? Nee, das glaube ich nicht. Doch, ich schon. Ich glaube, einen passenden Turnbeutel hatte ich nicht, aber ich hatte auf jeden Fall ein passendes Etui und noch irgendwas. Aber ich weiß nicht mehr was. Wer ist dran mit auswählen? Ich glaube, ich bin dran, oder? Oh, hast du deine Markierung noch verstehen? Habt ihr die nicht abgemacht? Nee. Achso, okay, dann war ich. Doch, bin ich nicht dran? Du bist dran. Ich glaube auch, dass ich dran bin wieder. Dann los, Danja, wähl! Ich will die pinke. Na gut, ich mische mich orange. Orange. Oh, meine ist ganz schwer. Dann bleibt für dich noch blau. Für dich und dann kein Geld. Och, nö. Also bei dir geht's ja schon richtig los, Kathi. Ich hab hier. Oh mein Gott. Also ich hab richtig. Warum hast du so viel Glück eigentlich, Claudio? Was ist das? Ich glaube, das geht hier nicht ganz mit rechten Dingen zu. Also ich kann das hier gar nicht gebrauchen. Ich habe hier so ein Greenline Oberstufenheft. Ja, also das kenne ich sogar. Ich weiß, wo das her ist. Das ist von unserer Serie im Klassenzimmer. Ja. In der Lehrer, genau. Oh, danke, dass du mir hilfst. Sieht super verzweifelt aus mit meinen. Ja. So, und dann habe ich noch so ein Deutschbuch-Arbeitsheft. Für 6. Klasse. Also du bist schon ausgerüstet für die 6. Klasse. Also ich habe eine Schere und ich habe, wie heißen die Dinger? Tippex. Tippex, genau. Ich habe Tippex. Durftet ihr Tippexen? In der Oberstufe. Ich weiß es nicht mehr. So eine Warum ist das eigentlich verboten? Ich kann das nicht verstehen. Warum das verboten? Man sollte es immer ordentlich durchstreichen mit Linien. Aber warum, wenn ich es doch einfach über Tippexen? Was ist das denn? Ordentlich durchstreichen mit Lineal. Ja.
Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ja, ich hab Seifenblasen. Sehr cool. Seifenblasen. Oreo-Kekse. Du hast schon voll viele Süßigkeiten, ne? Das ist unglaublich. Das Claudio sahnt richtig ab heute. Meine. Gibt's ja nicht. Meine Schultüte. Das gibt's doch einfach nicht. Meine. Okay, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Runde. Ein Applaus für Claudio. Was hattet ihr denn für Fächer in der ersten Klasse? Haben das nicht alle gleich? Sprache hieß das auf jeden Fall, was später Deutsch hieß. Mhm. Und Mathe und Sachkunde oder ja, so? Ja. Und Sport? Musik? Ja, Sport auch natürlich. Musik oder, Kunst auch, ne? Ja. Und was gab's noch? Ja, das war's, glaube ich. So, jetzt ist Kathi. Okay, ich muss mich jetzt richtig entscheiden. Ich möchte jetzt was richtig Cooles haben. Ich möchte nicht wieder ein Arbeitsbuch haben oder Tiny Hands oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt auch gerne mal was Nettes ziehen, aber es kriegt wieder Claudio. Oh. Habt euch doch abgesprochen. Ich behalte Claudio. Gib's ihm doch ein Zeichen. Ich gehe. Ich bleibe hier. Okay, dann bleibt für mich noch Pick. 3, 2, 1. Guck mal, was ich hier habe. Das ist das Coolste überhaupt. Tada! Oh mein Gott! Tada! Schön! Oh, die sind so schön. Mit den Disney-Prinzessinnen. Hey, aber Jasmin so fehlt. Stimmt, Jasmin fehlt. Es sind Ariel, Mulan, Schneewittchen und Belle. Oh Mann! Oh, die sind so cool! Sind die in deiner Größe? Wir haben die gleiche Schulgröße. Sind die in unserer Größe? Sind die in unserer Größe? Ja, in unserer Größe. Ich denke, da werden wir hier mal ab und zu mal Schuhe tauschen müssen, Kathi. Was hast du denn da? Und was hast du, Claudio? Ich habe Kreide. Das reiht sich ein in die Reihe der miserablen Schuhe. Guck mal, was Claudio schenkt. Guck mal, wir beide das Kreide. Auch Kreide. Also. Aber meine ist besser. Zeig mal. Dann das Kreide kann man, glaube ich, essen. Ihhh. Ernsthaft? Das kann man ja wirklich essen. Ja. Nee, danke. Ja. Also in dieser Runde habe definitiv ich gewonnen. Ich habe das Coolste. Ich meine, meine Kreide ist auch cool. Schau mal, weiße Obwohl Kreide. Obwohl das sehr ungewöhnlich ist, Schuhe in der Schultüte zu haben, oder? Oder hatte jemand von euch Schuhe in der Schultüte? Nein. Nee, ich glaube auch Ich hatte aber auch keine Kreide in der Schultüte. Okay, Leute, lass uns mal gucken, was wir alles so, was wir alles so bekommen haben. So viele coole Sachen kommen. Den habe ich von Claudio bekommen, einen Cola-Lolli. Ich habe auch den hier von Claudio bekommen. Das heißt, er zählt eigentlich nicht wirklich. Ich habe richtig abgesahnt. Du hast dich richtig abgesahnt. Aber du auch, ich auch. Kathi. Doch. Was hast du hier ich denn muss bei sagen, dir? Oh, du Arme. Du hast ja gar nichts Cooles. Ich habe voll, also... Oh nein, du Arme. Ich gebe dir von meinem Glitzer was ab. Weil ein bisschen Glitzer überall drauf ist immer gut. Das stimmt. Also ich habe einen Farbkasten, der ist gut. Das ist die perfekte Schultüte. Schaut doch mal einfach. Ja, stimmt. Claudius ist halt wirklich so eine ganz typische Schultüte mit ein bisschen Stiften, so Freizeit. Mit einem kleinen Geschenk, Sachen, die man in der Schule gebrauchen genau, kann. Genau, Stifte. Also wirklich perfekte Schultüte. Und dann noch ein Film. Absolut perfekt. Wow. Ich habe eine eher ungewöhnliche Schultüte, aber ich bin zufrieden. Genau. Also die Hände fand ich blöd und das Schulbuch, aber der Rest ist richtig cool. Und du findest wahrscheinlich nur dein HDMI-Kabel gut, ne? Ich finde mein HDMI-Kabel ganz gut. Nein, also ich finde auch den Wassermalkasten, der ist natürlich auch irgendwie cool. Ja. Also ich finde, sowas kann man auch immer mal gebrauchen. Das finde ich ist, glaube ich, das Schlimmste zusammen mit dem hier. Ich finde, Tippex kann man gut gebrauchen, aber halt nicht in der ersten Klasse, weil man das dann nicht darf. Und eine Schere braucht man immer. Schere ne? braucht man immer, aber ich glaube, das sind meine beiden Highlights. Oh, und das ist verglichen mit euren Highlights schon wirklich traurig. Ich will schon von meinem Nein, ich will keine von deinen Post-its. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Schultüte ihr am coolsten findet. Ja. Claudio Schultüte, Kati Schultüte oder Danja Schultüte. Ja. Ich hab das gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich finde, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Immer wieder auch. Spannend, was in den Schultüten drin war. Und wir haben ja heute auch sehr viel über uns erfahren. Ja, genau. Unsere Anfangszeit in der Schule. Auch sehr spannend, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie eure Schultüte und euer Tornister oder Ranzen oder wie auch immer ihr das nennt, Schulrucksack aussah oder aussieht. Würde mich auch mal interessieren. Ja, unbedingt. Lasst uns das gerne wissen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Und mir auch. Auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.